Leute und herzlich willkommen zu diesem Family Vlog. Ich nehme euch heute wieder mit und meine komplette Family ist da und sogar mein Bruder. Der hat mich überrascht. Der stand auf einmal abends 23:30 im Garten und fast hätte ich in dem Moment irgendwas gehabt, wo ich ihm hätte wehtun können. Ich hätte es verwendet. Alle wussten Bescheid, alle waren involviert, außer ich. Habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Es war, ich möchte sagen, ein Stück weit emotional und ich freue mich immer noch sehr, dass er da ist. Wie gesagt, mein Bruder, Oma Hannelore, Mutti, Vati, Ossi, komplette Familie Süß ist da. Wir waren heute schon im Kindergarten von Mathilda und hatten Aufnahmegespräch, also so Besonderheiten von Mathilda, Tagesablauf im Kindergarten. Und es war sehr, sehr, sehr schön. Ich habe Opa Jens mitgenommen, weil er wollte das auch und wegen pädagogisch und so. Opa ist ja Lehrer und er fand das sehr, sehr interessant. Und wir haben uns noch nicht richtig drüber unterhalten, wir sind gerade wieder gekommen, aber im Auto hat er schon gesagt, dass er es sehr, sehr, sehr toll fand. Und ich habe es auch so empfunden, ich habe mich sehr wohl gefühlt, Mathilda hat sich auch total wohl gefühlt. Und sie hat wieder geweint, als wir los sind, also sie wollte nicht nach Hause. Aber ich weiß auch, dass das sich ändern wird nach in der Eingewöhnung und ja, da mache ich mir auch nichts vor. Aber erstmal, der erste Eindruck ist mehr als positiv und das macht mich sehr glücklich. Wir warten jetzt noch auf Christoph, der ist im Fitnessstudio und dann wollen wir auf einen Wochenmarkt. Wir brauchen nämlich mehr Obst und Gemüse. Max ist ja vegan und daher gehen hier schon einige Mengen Obst und Gemüse weg. Wir essen ja auch viel Obst und Gemüse, aber wenn du einen Veganer im Haushalt hast, ist das nochmal ein bisschen was anderes, ein anderer Schnack. Und ja, ich nehme euch wie gesagt mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich gucke immer so in den Hintergrund, weil Max will nicht mit. Also manchmal schon, manchmal will er nicht. Ich muss es halt immer, ich weiß es halt immer nicht. Und deshalb passe ich drauf auf, dass er nicht zu sehen ist. Das ist übrigens ein wunderschönes Armband, was er mir mitgebracht hat aus Israel. Und ich kann euch ja dann mal zeigen, was er mir noch mitgebracht hat. Wir fahren jetzt auf den Wochenmarkt und sind schon ganz gespannt, was wir so für schöne Leckereien bekommen können, gell? Wir wissen auch noch gar nicht, was wir heute Abend kochen wollen. Auf jeden Fall wollen wir uns was zum Mittag mitnehmen, beziehungsweise dort essen, weil da gibt es einen ganz tollen Bioladen, wo ich übrigens auch immer mein Zwiebelstreich, nee, ich glaube, das heißt Zwiebelschmelz von Zwergenwiese, den hole ich mir heute auch nach. Und meine Bestellung ist angekommen. Ich habe mir nämlich zum Geburtstag ja nur Geld, was heißt nur, ich habe mir zum Geburtstag Geld gewünscht. Die Geburtstagsgeschenke von meinem Bruder zeige ich euch noch, weil ich mir halt selber gern was Schönes kaufen möchte davon. Und die erste Bestellung ist schon da und zwar habe ich mir mit meinem Bruder zusammen Gewürze bestellt, weil ich mich da mal wieder ein bisschen ausstatten wollte, weil bei uns ist ganz viel aufgebraucht. Und ich habe mir tatsächlich viel von Ankerkraut bestellt, das ist keine Kooperation, das habe ich selber bezahlt und das zeige ich euch dann mal, wenn ihr Lust drauf habt. Warte mal, ich sprach ja davon, dass es immer so Sekunden gibt, wo er sich zeigt und dann wieder Sekunden, wo nicht. Jetzt hat er gerade eine Sekunde, wo es mal gerade fühlt. Max, sag hallo. Leute, moin. Grüße. Moin, Sen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an die Zuschauer. An die Team Community. Ja, und ich bin immer noch ganz, ganz happy, dass mein Bruder da ist. Und wir kochen jeden Tag bis jetzt. Bisher jeden Tag. Haben wir wirklich immer lecker gekocht. Ja. Übrigens musst du halt noch das Rezept. Richtig. Zusammentragen. Wir haben nämlich ein veganes Curry gemacht zusammen, genau. Freunde, das war abartig lecker. Sehr stark, vielleicht leicht zu scharf für den einen oder anderen. Ja, das stimmt. Also für Omi, die konnte es gar nicht essen. Richtig, genau. Ich denke, für Mutti war es auch grenzwertig, aber wir fanden es lecker. Hat doch gut den Kreislauf angesetzt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Hat uns gut zum Schwitzen gebracht. Naja, jedenfalls Gifti, vielleicht seht ihr heute nicht wieder, also wundert euch nicht. So, Leute, wir sind jetzt auf dem wunderschönen Wochenmarkt und ja, sehr, sehr schön hier. Wir haben echt Glück mit dem Wetter. Es sollte heute eigentlich regnen. Ich hoffe, ihr findet es nicht unsympathisch, dass ich jetzt meine Sonnenbrille auf habe, aber erstens mal ist es wunderschön und zweitens mal scheint die Sonne. Es war nämlich Regen gemeldet und ja, es hat aber bis jetzt durchgehalten. Max ist jetzt Kameramann. Mhm. Vielleicht erkennt er so leicht Unterschiede zu Christoph und Max, weil Max ist immer sehr genau und sehr ordentlich und Christoph ist ja eher immer so Zoom. Christoph zoomt immer. Zoom. Wo sind wir hier eigentlich, Franzi? Wir sind
sind auf dem Wochenmarkt in Stade. Der ist immer Mittwoch, kann ich sagen. Ja, immer regionale Anbieter, regionales Obst, regionales Gemüse. Ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse, alles, was man so braucht. Ah, ja. Nicht, ne? Oh, scheiße, das ist doch. Ja, jetzt halt eben. Mhm. Aber hat auch was Dezentes natürlich. Der hier ist süß, der dahinter steht auf so Streublumen. Mhm. Den finde ich süß, aber ich habe ja schon. Was mir jetzt noch kleiner so ein Zubau und wissen, wo die sind, ne? Die sind entweder am Eingang oder? Am Rolltreppe vielleicht, ne? Gehen wir hoch dann? Naja. Ja, das ist halt so mein Stil gewesen und manchmal greife ich immer noch dazu, wo ich halt noch so ein bisschen mehr war, ne? Ein Stück mehr? Ein Stück weit mehr. Aber das ist natürlich ein Style hier. Das Ding hat einen Style. Das hier? Ziemlich, naja. Ja, ich würde also jetzt, eher nicht so, ne? Ich sag jetzt nicht welchen Style, ne? Das ist jetzt halt alles 42, finde ich halt auch cool. Aber ich will eigentlich keine Fuchsarmkleidung mehr, weil ich ja schon ein bisschen gucke für La Herbst und La Winde. Aber das sind noch keine. Ach so, wo sind jetzt hier Röcke? Ich habe doch gerade Röcke. Wie viel brauchen wir da? Eigentlich. Oder was suchst du für eine Farbe? Also bei Röcken stehe ich halt auf sowas Langes, ne? Aber Leo stehe ich halt in der Style. Ei. Der ist geil, der gefällt mir die. Spannendes Design. Ja, ist eine M. Das ist halt auch Herbst für mich, ne? Das kannst du halt auch im Herbst gucken. Mhm. Pass mal den Stoff an, Max. Mega. Sehr leicht auch, ne? Ja, da gefällt mir auch der, ehrlich gesagt, von der Optik besser. Ist halt nur die Frage, ob ich den halt vielleicht... Probier's mal an, oder? Ja, wir probieren dann oben an. In der Umkleide, da, ja. Weil du musst ja vielleicht auch was finden. Oh Max, guck mal, den gibt es auch noch ein L. Ich probiere mal beide an. Geht klar. Finde ich halt cool, so eine schwarze Hose. Wollte ich gerade sagen. Was ich auch geil finde, ich weiß, dass Christoph das hassen würde. Ich finde es mega cool, das Muster. Übelst geil, weil die knittert halt auch nicht. Die hat eine schöne Länge, ist halt nicht so lang. Was siehst du da für eine Hose dazu? Schwarz oder eine Jeans. Jeans stelle ich mir auch geil vor. Hat was Businessartiges, ja. Fast schon. Und auch, ich habe so einen schwarzen Samtrock, das stelle ich mir auch gut vor. Aber das Problem ist, immer noch 40 Euro. Ist halt aber schon eher Sommer, oder Max? Sehe ich im Sommer, sehe ich aber auch. Siehst du auch mehr? Vom Stoff her, in einer coolen Hose. 16,99 Euro, ich sehe es auch im Herbst. Freunde, ich sage es euch ganz ehrlich, so ein Family-Vlog, so schnell nicht wie du eben. Qualität? Ja, weil du auch einfach mich halt auch mal finden. So wie es eigentlich sein soll, ich renne ja immer nur so. Oh, das hat was. White Rose. Ziemlich intensiv. Vielleicht einen Ticken zu viel? Sag ich so? Was ist das? Ich hab genug Kerzen, ich weiß vorne, wo ich gucke. Aber der Eisbär ist ganz nett. Ist schön, oder? Es glitzert sogar ein bisschen.
Da kommt halt ein Bild rein von der Juicy. Das brauchen wir nämlich für den Kindergarten, weil die im Kindergarten Fotoalben machen. Und wenn die Kinder dann traurig sind, dann gucken die sich halt Fotos an. Von Mama, Papa, Oma. Onkel. Onkel, ganz wichtig. Essentiell. Essentiell. Wir können aber vielleicht auch mal ein paar Sticker reinkleben, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen was vorbereiten. Du brauchst das hier an Stickern. Ich mag das halt, ich bin halt auch voll, ich liebe das. Oben zugeknöpft? Ich liebe ja, das. Ja, bin ich sofort dabei. Das ist, schade ist das. Die Schuhe passen jetzt zwar nicht dazu, aber... Nee, aber von der Idee. Guck mal jetzt so, ich meine, die Hose ist cool, brauchen ja. Wir nicht mehr hin. Aber so ist sie perfekt. Ich selbst. 16,99. Ist halt auch nicht so viel. Scheiße. Kann man aber auch mit einer klaren schwarzen Hose kombinieren. Die Bluse. Ja, und wie machen wir das mit dem Knopf, Max? Was ist mit dem Knopf? Da hier ist kein Knopf. Die müsste also so sein? Ja. Schade. Sorry, ich brauche jetzt. Kriegt man ja einfach einen Knopf von mir hin. Also ich kann es nicht. Es gibt Menschen, die können das. Ich sehe da eine Oma. Der Omsen saß da. Also für 16 Euro. Aber ich finde halt die Farben sind gleich mit. Drin, Max. Also das bedeutet, Oma muss mir den annehmen. Und bei der Hose ist es genauso. Es ist okay. Nicht bis oben hin. Ich glaube, da sehe ich mich von der Hose nicht verabschieden. Ich kann mich ja jetzt in den überall... Wer wäre die bei mir? So eine schwarze Hose, geil. So, und die ist auch hier so eine Knappe auf. Ja. Jetzt guck dir das mal an. Bei den meisten irgendwie, ne? Es wird oben nicht zugemacht. Und jetzt der Style, wenn es zu wäre, ganz anders. Fühlig. Hier könnte ich den Knopf abgucken. Das ist immer Bums. Das brauche ich nicht. Ich guck dir schon mal in mein Gesicht an. So? Mhm. Ja. Wirkt etwas adrett. Ich finde halt, ich kann das so tragen. Ja. Ich mag das halt. Du bist ready? Ich bin ready to rock. Ich muss nur der Frau, dass ich alles so schaffe, damit ich nicht viel zu tun habe. Gerne. Für die erste Ausbeute ganz okay. Ja, finde ich. So, Lille, den nehmen wir nicht. Ja, alles klar. Hast du schon reingelegt, die Schüssel? Muss mal vorsichtig sein. Oh. Ich sitze schon wieder im Auto, diesmal aber mit meinem lieben Fastgemahl. Denn wir fahren jetzt zu König der Löwen ins Kino. Also ich weiß nicht, wann war Premiere. Ich glaube am 17. Juli. Heute haben wir den 31. Also es wird Zeit, dass ich in diesen Film komme. Weil König der Löwen ist so der Film meiner Kindheit. Alle Kinder der 90er müssen diesen Film meiner Meinung nach kennen und lieben. Und ja, wir fahren da jetzt hin. Übrigens, kleiner Tipp, den habe ich auch von euch bekommen. Am 15.08. bringt Toni die neue Toni-Figuren raus. Und was für eine Überleitung. König der Löwen und Bambi. Ratet mal, wer als erstes im Laden steht und das kauft. So Leute, wir sind wieder da. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich habe gut geheult. Was soll ich dazu sagen, ist halt König der Löwen. Ja! Es war perfekt. Der Klang hätte besser sein können, die Werbung war übelst laut, der Film an sich war, die Musik war zu leise, aber es ging nur und bei der Mutti ging es geheult wie ein dummes Schwein. Animation, sagt man das so? Irgendwas ist auch im Urlaub, da ist der O-Animation. Nee, das heißt anders. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Tiere sahen genial aus. Bei Simba hatte man wirklich das Gefühl, als er ein Baby war, dass man den auf dem Arm nehmen will. Es war wunderschön. Sorge ich euch. Wenn sie jetzt noch kommen würde... Oh, das sieht aber... Oha! Das sieht ja köstlich aus. Oh, das sieht ja echt richtig lecker aus.
Der Ammel, Raffel. Freunde, bevor ich euch unseren Einkauf zeige, beziehungsweise wir euch unseren Einkauf zeigen, wollte ich euch noch kurz was über die Fidelia-Tees erzählen. Meine Routine ist es nämlich, mir jeden Abend 3 Bottles schon vorzubereiten. Einmal die neue goldene Marble Bottle. Das ist die To-Go-Bottle. Die gibt es einmal in Golden, einmal in Silber. Und meine 2 geliebten Infusion-Bottles, die nehme ich tatsächlich lieber für unterwegs, weil die eben nicht aus Glas sind. Die hier sind aus Plastik. Plastik, was übrigens keine Schadstoffe abgibt. Ich habe mir in allen 3 Tees, besser gesagt, Omi, muss man ehrlicherweise sagen, hat in allen 3 Bottles die den Melon-Tee, den Watermelon-Tee gemacht. Es ist ein super, super leckerer Eistee. Genauso übrigens wie der Pfirsich-Tee. Beide Tees habe ich aufgebraucht, kann ich euch also nicht mehr zeigen, finde ich aber auch ein Stück weit authentisch zu sagen. Freunde, ich kann es euch nicht zeigen, weil, boah, lecker ist alle. Der Tee aber auch noch dazu gehört, ist der Mango Body Tee. Und Max darf jetzt sehr gerne mal reinriechen. Er ist nämlich hier Kameramann. Ei. Ja, ich würde sagen, da passiert was. Also jeder, der sich zum ersten Mal einen Fibia-Tee bestellt und dann darin riecht, das ist ja das Markenzeichen von Fibia, du riechst halt direkt. Du brauchst nicht gucken, was draufsteht, du riechst hier rein und riechst, hier ist Mango drin. Ja. Ja, Mangostücken, Apfelstücken, Zitronenstücken, dadurch auch eine geile fruchtige Note. Was ich noch sagen wollte, 2 Teelöffel pro Teesieb. Die Teesiebe bekommt, Teesieberisches bekommt ihr mit den Bottles natürlich mit dazu, also die sind mit dabei. Ein Family Vlog mit Fidelia ohne Rabattcode. Ihr habt euch ein bisschen beschwert, dass ihr jedes Mal einen Mindestbestellwert hattet in den letzten 2 Vlogs. Und Gia, wir schreiben alle, die Community schreibt jetzt mal bitte Danke Gia. Gia hat es nämlich mitbekommen, hat gesagt, Franzi, wir hauen hier wieder einen Code raus ohne Rabattcode. Ihr bekommt 30% auf alles ohne Mindestbestellwert mit dem Rabattcode Wir sind heiß. Hat sich auch Tier ausgedacht. Ein Stück weit süß und auch ein bisschen kreativ. Gell? Wir sind heiß. Absolut, ich mache kurz eine Ganzaufnahme. Super. Rabattcode blende ich euch ein. Wie gesagt, wir sind heiß. Ihr bekommt 30% auf alles ohne Mindestbestellwert. Und ich würde sagen, Freunde, jetzt gucken wir uns den Einkauf an. Oh. Ich zeige euch jetzt noch, was wir heute gekauft haben. Und dann mache ich hier auf Schluss. Mit Urs ist es nämlich schon fast 11 und ich habe mich noch um Filter gekümmert. Mhm. Die Rahmen kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil da schon die Bilder von Mathilda drin sind. Aber ich habe 2 Rahmen unterhangen bei TKMS Gold. Dann diesen wunderschönen Teppich. Ich fahre richtig rum. Mhm. Der ist nicht meine, der gehört meinem Bruder. Jawohl. Max. Würde ich sagen, passt. Kann man nehmen, kann man machen. Schöner Signeteppich für das Haus. Dann habe ich für meinen Bruder bestellt und eben auch für mich bei meinen Gewürzen. Oh. Zeige ich euch dann nochmal schnell im Schnellverschlauf. Und zwar ein Kala Namak Schwarzsalz. Max, bitte. Das ist natürlich absoluter Luxus. Also das Salz, absolutes Highlight. Zum Beispiel zur Spaghetti Carbonara, die wir auch gegessen hatten, passt das ideal. Oder auch einfach aufs Brot mit Butter und das, den Salz drauf oder das Salz drauf. Hast du einen leichten Eiergeschmack mit dabei? Genau, also soll so ein bisschen den Eiersatz quasi sein, Eigeschmackersatz. Eigeschmackersatz, beziehungsweise einfach nochmal was Würzigeres aufs Brot. Wenn man zum Beispiel sagt, ich jetzt zum Beispiel gerne, machen wir Brot hot im Backofen, also knusprig, dann ein bisschen Margarine drauf und dann das, einfach das Salz. Richtig, genau. Bin ich sehr gespannt, brauche ich noch ein schönes Gefäß, um das aufzubauen. Übrigens bei Amazon bestellt. Gute Qualität? Ich weiß es nicht. Sieht gut aus. Dann was haben wir hier? Sich das hier geholt. Genau, Notizblock, Klassiker, neues Semester, neues Glück, sage ich immer. Richtig, das braten im wahrsten Sinne. Tiki Max. Genau, Klassiker, preislich würde ich sagen absolut okay. 10 Euro voll. Ja. Kochfest kann man immer hier brauchen. Da hast du recht. Das ist die Beute. Das ist jetzt Max, dann haben wir wie gesagt noch 2. Die Schalen, sagen wir, haben wir die. Also meine Küchenkräuter auffüllen und deshalb habe ich mich für Angelkraut entschieden, weil sowohl meine Mutti als auch Max begeistert davon sind. Absolut. Einmal Oregano, dann einmal Basilikum, Klassiker. Klassiker kennt man in der Küche, mediterran. Richtig. Und dann, was Max mir noch, oder halt auch für Salate, ne? Basilikum. Was Max mir empfohlen hat, ist Kurkuma. Und auch ihr habt mir das schon oft
empfohlen. Ich habe mir jetzt auch Golden Milk von Angerkraut bestellt. Bin gespannt. Max, Kurkuma. Kurkuma, Klassiker natürlich in der indischen Küche. Kann man gerne mal mit benutzen zu einem Curry mit dazu. Hat einen leicht, ja, sagen wir, muss man aufpassen von der Dosierung her, bitteren Geschmack, aber der sich gut ergänzt. Die ein oder anderen, die auch Fleisch essen, da passt es vor allem. Ich zoome ja nochmal kurz ran. Da passt es schön rein, gibt eine leichte Würze mit dazu. Und natürlich sehr gesund. Vor allem, wir kennen das bei Krebspatienten, wird das sehr empfohlen, diese Golden Milk, was du dir auch noch bestellt hast. Quasi Kurkuma flüssig in die Milch rein. Da ist doch für das Herz-Kreislauf-System sehr angenehm sein soll und sehr anregend sein soll. Deswegen Kurkuma, ich zoome nochmal ran. Und Klassiker von mir auch, Neuentdeckung. Man sieht es hier, die Hefeflocken. Genau. Die sind jetzt noch von Max. Mhm. Und mir waren, also auch Christoph, komplett begeistert. Und ich will ja auch versuchen, langsam ins Vegane überzuschreiten. Mhm. Wobei ich da halt bei mir Schwachstellen sehe, ist bei sowohl Fisch, weil ich ja halt jetzt halt nur kein Fleisch esse, aber ich liebe halt Fisch sehr, also ich esse Fisch sehr gern. Und Käse liebe ich. Klassiker. Das hier, Freunde, ist mega geil. Mhm. Du hast wirklich so einen intensiven, ich will nicht sagen Käsegeschmack, aber es schmeckt einfach sehr besonders und es passt perfekt zu Nudeln. Ja. Und das kann man halt auch, damit kann man halt auch Sachen überbacken, ne Max? Richtig, genau. Und das ist jetzt, wie gesagt, von Max noch das. Und ich habe mir das dreimal im Dreierpack auf Amazon, weil wir so begeistert waren, auch Christoph. Richtig, richtig toll. Max? Absolut, da würde ich noch hinzufügen. Ja. Mineralienmäßig. Ja, genau, das wollen die immer sehen. Sehr gut, Max. Genau, für die ganzen Insider, die auch die Liste wollen, was hier drin ist. Beziehungsweise, wo haben wir es denn? Nimmt die Kamera das scharf auf? Ja. Da auf jeden Fall, also Spaghetti Bolognese, eine normale Tomatensauce oder auch Spaghetti Carbonara vegan, kann man das als Topping benutzen. Plus für alle Cracks das einfach in den Mixer reinhauen und im Mixer noch Cashews dazu nehmen. Dann hat man quasi Cashews und diese Hefeflocken und das zusammen ergibt quasi den veganen Parmesano. Auch würzig vom Geruch her, was sehr angenehm ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Auch wenn man die pur isst, relativ, wir hatten die uns ja auch die vegane Carbonara gemacht, Parmesan-Geschmack. Ja. Das wollte ich sagen. Um den Tiki Max abzuschließen, wir haben einmal noch diese schöne Schüssel hier gekauft. Oh, Lichtverhältnisse sind gut. Die ist für Max. Mhm. Was willst du da reintun, Max? Das wird sich zeigen. Die werde ich auf jeden Fall quasi im... Ich habe ja nur ein Zimmer in der WG, aber ich werde die, ach, die ist mittig, schön, mittig im Zimmer platzieren. Vielleicht eine Kerze daneben oder reinsetzen. Ja. Ja, sehe ich was. Die habe ich mir geholt. Mhm. Für meinen Schmuck, der ist schon drin. Also das ist jetzt so der Schmuck, den ich halt am meisten trage. Und deshalb ist der hier drin. Aber schon eher nicht der übliche Schmuck, so wie es aussieht. Also schon etwas fancy, würde der ein oder andere sagen. Finster? Also wenn ich mir da hier Kollegen... Das ist eine Kette. Okay, die sieht natürlich schon aus wie... Das sind meine Trueo-Ringe. Oh, ja gut, ihr kennt die ja. Das ist der Rock, den ich mir geholt habe. Ich glaube, ihr habt das ja eh alles schon gesehen, gell? Also ihr kennt es noch, genau. Keine habe ich den mitgenommen. Dann habe ich mir noch meine zwei Dosen, wo ich erst so skeptisch war wegen dem Knopf. Aber Freunde, ich habe den Knopf jetzt einfach selber angenäht. Oh, das sieht sogar... Zoom das so an. Professionell. Das ist halt furchtbar... na gut, der sieht gut aus. Aber das Loch ist... Das Loch sieht... Aber es funktioniert und genau. Man sieht das ja auch nicht so, weil man ja hier noch den Kragen drüber hat. Und es, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, für 17 Euro, wenn ich die jetzt eine Saison anziehe und dann rutscht der Knopf irgendwie durch und es geht nicht mehr, weil das Loch sich ausdehnt. Mein Gott. Aber ich werde es auf jeden Fall im Herbst mit viel Würde und Spaß tragen. Starkes Statement. Dann habe ich noch von meinem Max habe ich noch das Armband bekommen. Mhm. Und Max, wo hast du es gekauft? Das habe ich in Ägypten gekauft, auf dem Markt in Dahab. Dann habe ich noch dieses wunderschöne Tuch bekommen. Sehe ich mich im Herbst und ich bin auch farblich gesehen. Kann man das? Passt das super zu mir. Dann habe ich mir, hat mir Max noch geschenkt, diese coole Tasche. Und da habe ich direkt allerlei Lip. Lip und Gloss. Lip und Gloss, genau. Meine zwei Freunde. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Macht's gut, Hasileins. Tschüssilein und Knutschilein.